Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fu-Tal. Leute, es ist mega dunkel und mega nass draußen. Und ich hoffe, dass es mit dem Licht hier irgendwie passt, aber daran werden wir uns gewöhnen müssen. Bei Kaufland haben wir 27 Euro ausgegeben und wir haben dann noch eine Sache bei Aldi nachgekauft fürs Essen. Zwei Sachen und eine ganze Tüte Futter. Wir haben nämlich Futter für 2 Wochen für Juna gekauft, weil ihr dieses Video erst eine Woche seht, nachdem wir jetzt einkaufen waren. Wir fahren nämlich in den Urlaub diese Woche, Ende dieser Woche, und sie wird hier versorgt und deswegen mussten wir das natürlich schon vorher kaufen. Und am Ende sind wir dann für alles ungefähr auf knapp 40 Euro gekommen. Ich fange jetzt mit Gemüse an, wie immer in der letzten Zeit eigentlich. Als erstes eine Paprika, as always. Wir haben eigentlich immer eine Paprika mit dabei. Dann als nächstes, auch das kennt ihr schon von uns, haben wir hier einige normale Kartoffeln, einfach nur für 2 verschiedene Gerichte diese Woche. Dann bestimmt schon 1000 Jahre nicht mehr gekauft, haben wir eine Zucchini mitgenommen. Auch für ein Gericht diese Woche. Am Ende gibt es ja wieder unseren Essensplan. Und dann auch noch wieder ein paar braune Champignons. Ich mag die braunen total gerne übrigens. Dann einmal Blumenkohl. Ich liebe Blumenkohl so, so sehr in unterschiedlichsten Varianten. Und was ich unbedingt mal ausprobieren will, sind diese Blumenkohl-Chicken Wings aus dem Ofen, wo man das dann mit dieser Marinade und so macht. Falls ihr das schon mal gemacht habt, schreibt mir das sehr gerne. Dann auch noch einmal Brokkoli. Ich verstehe übrigens nicht, warum der Brokkoli verpackt ist und der Rest vom Gemüse hauptsächlich nicht. Dann 2x Süßkartoffeln. Das kennt ihr schon von uns. Und als letztes nochmal einen Butternusskürbis. So, letzte Woche habe ich euch den hier gezeigt, beziehungsweise für euch schon vorletzte Woche. Und ich habe daraus eine Suppe gemacht und übrigens Marcel mochte das. So, weiter geht's dann mit dem großen Einkauf. Ich habe mir als erstes einen Joghurt mitgenommen. Das ist von Alpro der Pfirsichjoghurt. Falls ihr das nicht kennt, das ist übrigens Sojajoghurt. Dann gerade bei Aldi haben wir diesen Grillkäse gekauft, weil wir bei Kaufland einfach keinen gefunden haben. Gibt es bei Kaufland keinen Grillkäse? Falls ihr es wisst, schreibt mir das sehr gerne. Dann war unsere Margarine leer. Das ist ja so alle 3 Wochen oder so. Und deswegen haben wir eine neue Margarine mitgenommen. Das ist jetzt einfach nur eine normale Halbfett-Margarine. Dann haben wir für 2 Gerichte diese Woche 2x Fleischersatz mitgenommen. Obwohl ich das Wort Fleischersatz so hasse, weil ich will nichts ersetzen. Ich will einfach nur halt was haben. Deswegen, ja, egal. Auf jeden Fall haben wir einmal von der Rügenwalder Mühle die vegetarischen Mühlen-Cordon Bleus mitgenommen. Und dann waren wir sehr begeistert von der Like-Meat-Variante, die wir beim letzten Mal mit hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das hatten wir auf jeden Fall im Wok. Und jetzt haben wir hier Pulled Pork mitgenommen aus Soja auch. Und bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das essen wir auch direkt heute. Ich freue mich auf jeden Fall total drauf. Dann einmal... Schatz, du hast gar keinen Vollkorntoast mitgenommen. Es ist Weizentoast. Dann hat Marcel sich einmal Weizentoast mitgenommen. War das Absicht? Okay, es war keine Absicht. Es ist kein Vollkorntoast. Hier, die Foodhall-Polizei. Wir haben einmal Weizen-Sandwich-Toast von Marcel. Ich habe mir für diese Woche kein Brot mitgenommen. Ich werde, wenn ich mal eine Scheibe Brot essen möchte, einfach auch was von dem Toastbrot nehmen. Ist eigentlich nicht so mein Favorit. Aber hauptsächlich möchte ich versuchen, gerne meine Packung Haferflocken aufzubrauchen, die ich noch offen habe. Einen Rosinenstuten mitgenommen. Ich liebe Rosinen total. Ich glaube, das ist auch so eine Hassliebe. Entweder mag man das oder man hasst es. Schreibt mir sehr gerne, ob ihr Rosinen mögt. Falls ich dann aber doch eine Scheibe Toastbrot esse, habe ich mir dafür trotzdem noch einen Aufschnitt mitgenommen. Und zwar einmal Gouda Light. Für ein Gericht haben wir dann noch Schafkäse mitgenommen in Leicht. Das ist aus Schafs- und Ziegenmilch. Ihr kennt es, unser 2-Tages-Essen darf auch diese Woche nicht fehlen. Und wir haben uns einmal Gemelli mitgenommen. Das sind einfach diese Ringelnudeln. Und ihr wisst ja auch, dass ich oft einfach mal diese Tüten hier zweckentfremde. Nicht immer, aber schon oft. Und diesmal haben wir indisches Hähnchencurry mitgenommen, um damit unseren Nudelauflauf zu machen. Dann hat Marcel sich für Aufstrich diese Woche mitgenommen einmal Salami, ganz normale, nichts Besonderes, also da ist nichts Besonderes drin oder so. Einmal hat er sich noch mitgenommen Zwiebelmettwurst.
Ich backe ja sehr viel, auch so für uns, so Frühstückssachen und sowas selber. Auch Calzone mache ich ja selber und mache dann auch den Teig dafür immer. Und ich habe mir jetzt neues Dinkelmehl mitgenommen. Und Marcel hat sich das gewünscht, dass wir auch Hollandaise-Soße mitnehmen für ein Gericht. Dann kommen wir jetzt noch zu zwei Getränken. Und zwar einmal, super spannend, mein Alpro Vanillemilch. Gibt es noch eine andere Variante, die ihr mir empfehlen könnt? Und natürlich durfte für diese Woche auch für mich noch einmal ein Pfirsich-Eistee in Zero mit. Ich finde das sehr cool, dass Kaufland das hat, weil man das ja nicht immer überall bekommt. Und dann haben wir noch einmal Brötchen mitgenommen, weil wir halt gerade jetzt heute Morgen einkaufen waren. Marcel hat heute seinen ersten Urlaubstag und wir essen jetzt gleich zum Frühstück. Ich habe mir einmal so ein Laugengebäck mit Käse mitgenommen. Dann hat Marcel sich zweimal Sonnenblumenkernbrötchen mitgenommen. Ich habe mir noch so eine Pudding-Schokoschnecke mitgenommen. Und dann hat er noch so eine Blätterteigtasche mit Spinat und Hirtenkäse drin. Kommen wir jetzt also zu unserem Essensplan. Also heute ist Montag und heute essen wir das Pulled Pork, was ich euch gezeigt habe. Und ich werde dazu Pommes machen. Also selber, ich nehme einfach die Kartoffeln und werde dann solche, ja, so Ofenkartoffelspalten, sowas halt dazu machen. Und am Dienstag, da freue ich mich sehr drauf, essen wir Ofengemüse mit Dip. Das ist dann der Kräuterquark und eigentlich fast alles von dem Gemüse, was ihr gesehen habt. Der Kürbis, der Brokkoli, die Paprika, die Pilze und so weiter. Mit Kräuterquark und Couscous mache ich noch dazu. Couscous haben wir letzte Woche noch bei Rossmann mitgenommen. Mittwoch und Donnerstag sind meine langen Tage. Und da werde ich dann den Nudelauflauf machen, beziehungsweise Donnerstag ist mein langer Tag. Und da machen wir den dann nur noch warm mit Paprika, Schafskäse und diesem Nudelfix. Am Freitag werden wir diese Veggie Cordon Bleu Schnitzel essen mit Blumenkohl und Süßkartoffel und der Hollandaise. Am Samstag macht Marcel uns dann Kartoffelpüree und wir essen den Grillkäse dazu. Und am Sonntag sind wir dann morgens schon unterwegs in den Urlaub. Schreibt mir sehr gerne, ob ihr einen Vlog aus dem Urlaub sehen wollt. Ich würde dann die ganze Woche einmal mitfilmen, so ein paar kleine Impressionen. Es geht für uns in den Schwarzwald und ich freue mich sehr. Das war's jetzt mit diesem Foodtruck. Ich hoffe wie immer sehr, dass es euch gefallen hat. Hinterlasst mir sehr gerne einen Kommentar. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!